Die Pflege von so einer Zahnschiene ist schon eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit, denn immerhin sitzt so eine Schiene viele Stunden, manchmal sehr, 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 sehr viele Stunden in deinem Mund. Und natürlich der Kunststoff, der reibt sich mit der Zeit ab, erstens, und dann wird er noch poröser, er ist ohnehin schon porös als Kunststoff, aber dann wird er noch poröser und natürlich nimmt der Kunststoff Keime, Bakterien auf, die du in der Mundhöhle hast. Und dann kann es durchaus sein, dass wenn du so eine Schiene nicht richtig reinigst und auch möglicherweise über lange Zeit trägst, möglicherweise auch in Epochen sozusagen, in Zeiträumen, in denen du eine Krankheit durchmachst, dass diese Schiene dann einfach all die Keime beinhaltet, die du im Laufe der letzten Monate und Jahre mit dir getragen hast und quasi wie so eine Bakterienschleuder dich immer wieder mit diesen Keimen in Verbindung bringt. Also die Schiene sollte wirklich, wirklich gründlich gereinigt werden. Am besten machst du das, wenn du sie morgens und beziehungsweise nachts und tagsüber trägst, dass du sie morgens und abends reinigst, also mindestens morgens und abends, so wie du deine Zähne da ja dann auch mindestens reinigst. Das bedeutet, zum Zähneputzen nimmst du die Schiene raus, du putzt deine Zähne und dann reinigst du die Schiene. Optimalerweise mit einer Bürste. Das kann eine Zahnbürste sein, die du so ausrangiert hast, kann aber auch jede andere Handbürste sein. Manchmal eignet sich so eine Handbürste auch wirklich noch besser als eine Zahnbürste, weil die einfach größer ist und praktischer in der Hand zu halten ist. Und dann reinigst du sie mit ein bisschen Seife, ja, Seife, Flüssigseife nehme ich ganz gerne, oder auch ein bisschen Spüli. Bei Spüli schrecken ganz, ganz viele auf, weil sie sagen, oh, Spüli, das ist doch Chemie. Ja, Spüli ist das, womit du auch dein Geschirr reinigst. Okay? Also Spüli oder Seife brauchst du so als Mittel, um diese, ja, um die Verschmutzung der Schiene besser wegzubekommen. Aber nicht einfach nur in Seife oder Spüli reinlegen, sondern wirklich diese mechanische Reinigung ist ganz, ganz wichtig. Und dann die Schiene bitte abtupfen, ein bisschen trocken tupfen und am besten trocken in einer Box aufbewahren. Also auf keinen Fall irgendwie feucht aufbewahren, irgendwie in so einem Wasserglas, ja, und auch nicht, also zumindest hier bei uns in der Münchner Region empfehle ich das nicht, sie so herum irgendwie hinzulegen mit Wasser hier innen drin, weil tatsächlich ist das Wasser hier bei uns sehr, sehr hart und ich habe schon bei vielen Patienten beobachtet, dass dann einfach wirklich Kalk von innen sich auch ablagert. Ja? Und dann merkst du, wenn du die Schiene dann wieder reinsetzt, wenn du sie vielleicht möglicherweise ein paar Tage so liegen gelassen hast, dass sie dann auch nicht mehr so passt. Ja? Okay. Von außen lagert sich tatsächlich dann Zahnstein ab. Und auch Kalk, wenn du, also Zahnstein, wenn du die Schiene einfach nicht ordentlich abgebürstet hast. Und Kalk, wenn du sie einfach nass, wirklich nass irgendwo in Wasser hingelegt hast. Längere Zeit. Okay? So, Zahnpasta bitte nicht verwenden, weil diese rauen Putzkörperchen in der Zahnpasta auch den Kunststoff aufrauen. Also wirklich Seife, Spüli, Bürste, schön abbürsten. Was noch? Manche Patienten fragen, soll ich diese Corega-Tabs verwenden, so diese Brausetabletten? Ja, kannst du machen, aber du brauchst es nicht. Du brauchst es nicht. Also wenn, dann höchstens so als Zusatz quasi, so als so on top, dann kannst du natürlich die Schiene, nachdem du sie gut abgebürstet hast, in so Brausetabletten reinlegen, aber nicht jetzt über Nacht liegen lassen, nicht stundenlang liegen lassen, sondern wirklich ein bisschen einwirken lassen. Ja, wie lange würde ich sie einwirken lassen? Vielleicht eine halbe Stunde und dann wieder gründlich abspülen. Aber auch da bedenke, es ist ja Chemie. Das brauchst du nicht. Also es braucht das nicht. Wenn deine Schiene muffelt, ja, dann hast du sie möglicherweise nicht ordentlich abgebürstet, dann bürste nochmal. Und wenn du dir den Kunststoff anschaust und siehst, boah, die Schiene, die sieht echt nicht mehr gut aus, die ist wirklich schon gelb, die ist wirklich schon verkalkt mit Rissen, mit Sprüngen, dann ist es Zeit für eine neue Schiene.